Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Hier spricht Rüdiger Schellhass-Eberle aus Laumersheim. Einen guten Tag. Bei einem Spaziergang kam ich diese Woche am Friedhof vorbei. Durch das große Tor ging ich hinein und weiter durch die Reihen der Gräber. Ich las die Namen, manche kamen mir bekannt vor. Die Lebensdaten der Verstorbenen, viele Ältere, aber auch einige Junge, sogar Kinder waren dabei. Viele der Gräber waren anscheinend erst frisch gepflegt worden, auf etlichen brannten kleine Lichter. In der Mitte des Friedhofs eine besondere Stelle, zwei große Steinblöcke mit vielen eingemeißelten Namen und Jahreszahlen. Auf dem einen die Zahlen 1914, 1918, auf dem anderen die Zahlen von 1939 bis 1945. Ein Denkmal für die toten Soldaten der beiden Weltkriege aus dem Dorf. Vor dem Denkmal frische Kränze. Letzten Sonntag war Volkstrauertag. Eine Gedenkstunde erinnerte an Kriege und Gewaltherrschaft in der Vergangenheit, aber auch an das nicht enden wollende Leid durch Bürgerkriege, Terror und Unterdrückung in der Gegenwart. Zum Frieden mahnende Worte waren zu hören. Zum Frieden mahnend nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, im alltäglichen Miteinander. Ob sie nicht nur gehört, sondern auch beherzigt werden? Und am kommenden Sonntag, übermorgen, werden wir im Gottesdienst der Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Gemeinde gedenken. Ewigkeitssonntag. Unsere katholischen Geschwister haben dies Anfang des Monats schon getan an aller Seelen. Diese Tage im November haben eine besondere Stimmung, dachte ich. Sie passt gut zu dem trüben Wetter, das in dieser Zeit oft herrscht. Nebel, wolkenverhangener Himmel, Nieselregen, der die letzten Blätter von den Bäumen wischt. Still, melancholisch, mitunter traurig. Ob man deshalb diese beiden besonderen Gedenktage in den November gelegt hat? Zum Frühling oder zum Hochsommer würden sie wohl nicht passen. Oder gibt es noch einen anderen Grund? Mit dem Ewigkeitssonntag, viele sagen auch Totensonntag, endet das Kirchenjahr. Und dann, nach einer Woche, zünden wir die erste Kerze am Adventskranz an. Ein kleines Licht nur, und doch erzählt es von dem Gott, der als Kind in unsere Welt gekommen ist und immer wieder kommt, um bei uns Menschen zu sein, um mit uns zu leben und mit uns zu leiden. Von dem Gott, der will, dass das Leid nicht endlos ist und die Tränen nicht ewig fließen und er selbst mit seinem Leben dafür eingestanden ist. Wieder zu Hause von meinem Spaziergang habe ich mir schon mal eine Kerze angezündet. Sie soll mir durch diese Tage leuchten. Und nächste Woche binden wir den Kranz dazu, grün, in der Farbe der Hoffnung. Lasst uns beten. Gott, lass uns das Licht deiner Liebe leuchten in diesen dunklen Tagen. Lass uns zueinander finden mit deinem Licht, damit wir einander nicht alleine lassen, sondern das Leid unseres Lebens miteinander tragen. Lass uns Wege finden zum Frieden, hier und überall auf der Erde. Und gib uns den Mut, sie zu gehen, Schritt für Schritt. Gib unserer Hoffnung langen Atem. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.